Es gibt einen Trend hin zu einer rein pflanzlichen Ernährung. Selbst Fastfood-Giganten bieten vegane Alternativen zu Fleisch an. In Dubai hat gerade ein Restaurant eröffnet, das als das größte vegane Restaurant der Welt gilt. Ich bin kein Veganer. Mal schauen, ob man mich bekehren kann. Die Gründerin von Veganity, Sky Sommers, sieht ihr Unternehmen auch als eine Bewegung, die den Menschen zeigt, dass eine rein pflanzliche Ernährung kein Opfer sein muss. Auf der Speisekarte stehen über 200 Gerichte. Mein Lieblingsgericht heißt Molochia. Es ist ein arabisches Gericht. Es ist eigentlich der Name eines grünen Blattes, das wie Spinat aussieht. Man nimmt Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch und Koriander. Das gibt den Kick. Tomatenmark, weißen Essig, Gemüsebrühe. Sobald man die Molochia und das Tomatenmark hinzugefügt hat, lässt man es etwas einkochen und püriert es dann mit einem Stabmixer. Dann nochmal alles gut durchmischen. Das ist Molochia. Schnell und einfach. Die vegane Köchin und Anwältin Millie Rostock probiert mit mir Sky Sommers Menü. Das haben wir davor gemacht. Molochia mit einem veganen Hühnerersatz, der aus Pilzen und Erbsenprotein besteht. Probieren wir es mal. Im Prinzip macht man eine Paste. Man zerkleinert alles in mundgerechte Stücke. Das ist kein Huhn. Davor haben Sie Fleischersatz aus TVP gemacht. Können Sie erklären, was das ist? TVP ist ein pflanzliches Protein auf Sojabasis, sieht aber im Grunde genommen aus wie Hackfleisch. Ein wirklich gesunder Ersatz. Wie ist Ihr Restaurant Veganity entstanden? Ich dachte immer, ich lebe gesund, ich würde richtig essen, gegrilltes Huhn mit gedünstetem Gemüse und ich machte Sport und versuchte, alles richtig zu machen. Dann wurde ich aber immer kränker und ich wollte mich selbst heilen, was innerhalb von 3 bis 4 Monaten auch passierte. Was mich wirklich überrascht, ist Skys veganer Burger, von der Frikadelle bis zum Käse. Dieser Burger ist im Grunde die vegane Version des Big Mac. Wie macht man veganen Käse? Man braucht die richtigen Nüsse. Cashew haben einen wirklich nussigen Geschmack. Paranüsse sind eher neutral und der Fettgehalt gibt einen vollen Geschmack. Wow, unglaublich. Es ist vegan. Fantastisch. Die Textur ist wie Fleisch. Es ist saftig. Man merkt überhaupt nicht, dass das kein Fleisch ist. Das ist der springende Punkt. Das ist dir wirklich gelungen.